Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel, wir sind hier und nicht mehr an der Kreuzung, denn ich habe zwei Missionen gemacht. Währenddessen, also während den beiden Parts hier, zwischen den beiden Parts so. Und wir brauchen nämlich Manaphy noch im Team. Und das kommt so halt, wenn wir zwei Missionen gemacht haben. Hey, ihr beiden. Boah. Musste ich kurz rülpsen. Nice. Was gibt es, Plaudergeil? Warum bist du so, hast du es so eilig? Der Strand, am Strand. Was ist mit dem Strand? Manaphy ist zurück. Was? Manaphy? Du meinst, dass Manaphy, auf das wir aufgepasst haben? Ah, genau dieses. Da ist es. Schnell ab zum Strand. Alles klar, ja. Wir gehen hin. Yay! Manaphy! Doki! Dragon! Manaphy! Du bist es wirklich! Das kleine Manaphy! Jep, jep! Ich bin so groß geworden im Meer! Das habe ich alles euch zu verdanken, Doki und Dragon! Oh, du erinnerst dich an uns! Natürlich habe ich euch nicht vergessen! Nicht ein einziges Mal! Niemals! Ich habe euch vermisst! Oh! Wie niedlich! Wie niedlich. Wow, ich erinnere mich an diesen Ort. Hier bin ich geschlüpft, oder nicht? Ja, du hast recht. Hier haben wir uns kennengelernt. Ich bin überrascht, dass du das noch weißt. Wir Manaphy haben die Fähigkeit, uns daran zu erinnern, wo wir geschlüpft sind. Das hat man mir gesagt. Nachdem wir mehr aufgewachsen sind, gehen wir an den Ort unseres Schlüpfens zurück. Herr Walreiser hat mir das beigebracht. Das ist beeindruckend. An dieser Stelle bin ich geschlüpft. Deswegen fühle ich das Verlangen, hierher zurückzukehren. Nun gut, jetzt wo du wieder hier bist, was hast du vor Ort zu tun, Manaphy? Mir wurde gesagt, ich müsste das alleine entscheiden. Nun, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Lange über das und auch über andere Dinge nachgedacht. Ich möchte mich gerne bei euch revanchieren, Dokkin Dragon. Reist ihr nicht herum und erkundet Orte überall auf der Welt? Ich wünschte so sehr, ich könnte euch auf euren Abenteuern helfen. So, darf ich bitte ein Mitglied von Team Pokepack werden? Keine Sorge, ich bin groß geworden. Mir wird nicht mehr so schnell schlecht wie früher. Ihr wollt mich nicht haben? Selbstverständlich wollen wir, dass du bei uns bleibst. Richtig, Doki? Ja, selbstverständlich. Wirklich? Darf ich wirklich? Juhu, ich hab's geschafft! Ich werde mein Bestes geben und um dich stolz zu machen, Doki. Falls ihr mich braucht, ruft mich bitte einfach am Treffpunkt. Dann komm ich gerannt. Oh ja, cool. Aber wir haben Manaphy im Team, das ist super. Manaphy ist so süß. So süß. Nice. Schade, dass Manaphy nicht auf Mission mitkommen wird. Ist ein bisschen traurig, aber egal. Ja, ich habe übrigens, eine Mission gemacht, um ein Sonnenband zu bekommen, denn das braucht Riolu, um sich zu entwickeln. Und außerdem noch eine Mission gemacht, um einen Goldsamen zu bekommen. Goldsamen erheben das Level des Pokémons, bei dem wir es einsetzen, um 5. 5 Level steigt das Pokémon dann. Und ich dachte mir, ich mache zwei Missionen davon. Eine muss ich dann noch machen. Und gebe diese beiden Level. Also diese beiden Goldsamen dann am Ende unserem lieben Haru. Denn Haru muss ja noch Level 55 werden. Es ist, glaube ich, in den Missionen auf Level 45 gestiegen, genau. Und zwei Level brauche, also zweimal Goldsamen braucht es dann noch, um auf Level 55 zu kommen. Und dann kann es sich entwickeln. Haben wir alle Attacken? Ja, haben wir. Und ja. Deswegen habe ich das gemacht. Eine Mission muss ich dann halt noch offscreen machen. Wie gesagt. Und ja. Ich glaube, das ist die Wasserfallhöhle sogar. Ja, das ist die Wasserfallhöhle. Die Mission. Und wir müssen jetzt aber erstmal in die Raumspalte. Ich war auch in der Sternhöhle und habe Jirachi ins Team geholt, weil ich dachte, das zählt als Mission, aber
Hat es nicht. Also wir haben Jirachi jetzt im Team, Leute. Nur damit ihr es schon mal wisst. Und irgendwie will ich nicht in der Raumspalte sein. So viele Feuer-Pokémon wieder hier. Oh, Gramurx. Oh, dein Ernst. Nee, Kramchef, genau. Gramurx war die Vorentwicklung. Stimmt. Ey. Einfach weggehen hier. Doki, Mensch. Ein Samen. Flair-Samen. Wir haben ein Silbergummi bekommen, das würde ich gerne essen. Die Kuh steigt etwas. Ja. Okay, hier ist ein Blitzer. Ich muss mein Mikrofon mal ein bisschen höher machen irgendwie. Sonst neige ich mit dem Kopf die ganze Zeit nach unten. Und das ist nicht gut für meinen Hals. Glaube ich. Er ist eh wieder total verspannt. Das ist übel nervig. Naja. Aber ich merke gerade, Haru kann in dem Dungeon dabei sein. Schön. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich sehr gut. Sehr, 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 sehr gut sogar. Dann kann Haru hier nämlich noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln und auch ein bisschen stärker werden und auch endlich mal bei so einer Mission wieder dabei sein, ey. Zeitung. Verborgenes Land, ey. Nur wir beide dürfen dahin, das ist total kacke. Total kacke! Naja. Raumspalte E6 sind wir jetzt. U6 meine ich. Zack. Knöscher trifft. Nice, okay, auf den Ruckzuck-Keep habe ich gehofft. Blendsamen und 152 Poke. Hallo Skorgler. Zack. Skorgler hat ganz schön viel Leben. Lol. Habe ich nicht erwartet. Okay. Also vielleicht könnten wir es in diesem Part komplett packen, dieses Spiel fertig zu spielen. Weil vielleicht ist das hier der letzte Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen nur noch Dialga ins, Palkia ins Team holen. Dann noch das letzte, den letzten Goldsamen besorgen. Und uns dann alle entwickeln. Dann sind wir fertig mit diesem Spiel. Oh Mann. Oh Mann. Oh, fast 100 Parts. Fast verdammte 100 Parts. In diesem Spiel. Das ist echt krass. Das ist ein Drittel eines Jahres circa. Also fast. Na gut, nicht... Na, vielleicht so knapp ein Viertel des Jahres haben wir in diesem Spiel hier verbracht. Das ist schon... Das ist schon eine Zeit. Das ist schon echt eine krasse Zeit. Aber es ist cool. Also mir hat dieses Spiel bisher auf jeden Fall super Spaß gemacht. Auch wenn in manchen Parts ich ein bisschen ausgerastet bin. Weil, ja, Monsterräume, Fallen und so weiter. War halt übel nervig, aber sonst hat mir das Spiel trotzdem übel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Spiel einfach, es ist so geil. Es ist einfach geil. Wir haben ein Goldgummi gefunden. Oh, schnell, Schnellheiler, bitte lass es das sein, bitte, bitte, bitte. Schnellheiler. Oh nein. Manno. Naja, wir schnellen schneller KP her, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Würde ich jetzt mal so ganz stumpf behaupten. Nein. Wir brauchen keinen Teampartner mehr, außer Palkia. Mehr brauchen wir nicht im Team. Boah, stellt euch mal vor, ich hätte gesagt, dass wir dieses Spiel zu 100% durchspielen. Für mich zählen nämlich die 100% dazu, dass wir jedes Legendäre holen. Jede... Ja, nicht, und jedes Pokémon ins Team holen, was es hier gibt. Und das wäre anstrengend. Und jeden Dungeon entdecken. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Dann wären wir locker bei 200 Parts oder so gewesen. Aber naja. Oh nee, oh nee. Aber es ist nur ein kleiner Monsterraum, das ist noch ganz okay. Wir machen nur das hier. Nein, ist daneben gegangen. Scheiße. Wir machen mal einen Gigasauger und Knirscher auf das Palimpalim. Das haben wir nämlich jetzt besiegt auf jeden Fall. Aua. Aua. Und nochmal. Sehr gut. Das haben wir auch besiegt.
Vielleicht hätte ich es auf Skorgla einsetzen sollen. Aua. Geh mal hier hin. Guillotine, Alter. Das ist doch die One-Shot-Attacke. Feuert. Doch, ne, ach, greif doch das andere an. Greif doch Haru an. Dragon. Aua. Dragon ist mal eine Sinebeere. Heilige Scheiße. Und setz deine Link-Attacken ein, verdammt. Dafür hast du sie. Ich besieg mal das Kram-Chef hier. Nice. Aber nicht auf... Doch, mach das doch auf. Ach, Mensch. Aua. Okay, wir haben wieder einen Belebersam verballert. Schön. Ich hasse dieses Glurak. Es ist besiegt, okay. So, jetzt gehen wir hier hin. Und besiegen die selber. Das ist besiegt, sehr schön. Nein, Skorgla, ich brauch dich nicht im Team. Kreuzschere, ja, ist okay. Oh, verdammt. Finte, komm, triff. Danke. Ah. Schwarzgummi, Doki. Oh. Floragummi, okay. Doki. Lavameider. Okay. Oh Gott. Okay. Huh. Lavameider. Ich denke mal, wir meiden es auf Lava zu treten. Oder so? Keine Ahnung. Moment. Ja, meidet Lava. Ja, gut. Das heißt, wir werden nicht auf Lava treten, wenn wir irgendwie... Weiß nicht was. Mach das mal so. Kann Dragon mir nämlich noch helfen? Okay, braucht er nicht. Wir haben gerade 2 Belebersamen verbraucht. Ich glaube, wir hatten 4 dabei. Das heißt, wir haben noch 2. Aua. Ist das weh? Zack. Zack. Noch 2 Einsätze, dann sind die Link-Attacken getrennt. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Den Orb brauchen wir nicht. Das heißt, wir gehen da nicht hin zu Simsala. Da ist noch Poke. Das nehme ich gerne mit, ja. Und hier ist die Treppe. Ich glaube, jetzt noch die eine Ebene hoch. Dann sind wir... Oh, verdammt. Aber wir haben ja noch die anderen beiden, die hier Damage drücken. Nice. Wir sind Level 55. Schön. So, jetzt sind wir, glaube ich, bei der Hälfte des Dungeons angekommen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir gehen weiter. Tiefe Raumspalte U1. Oh Mann, Leute. Bald sind wir fertig. Ups. Hallo. Zack. Zack. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Das ist besiegt, okay. Und jetzt noch... Das liebe Toxiquark. Auch besiegt, okay. Oh, ich hab Schiss, dass ich hier noch mehr Belebersamen verballern. Hab ich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Ein Chaos-Samen, schade. Ich hab gerade gedacht, wir bekommen irgendwie wieder einen Belebersamen. Aber leider nicht. Dafür ein Top-Elixier. Schön. Ganz viele Orbs. Ein Apfel. Ein Weißgummi. Oh, hallo. Zack. Zack. Oh, Haru Level 46. Schön. Ach Mensch. Okay, zack. Ist nicht besiegt. Okay, aber ruckzuck geregelt. Okay, nice. Hallo Glurak. Ich habe dich gerade gar nicht gesehen. Oh Mann. Zack. Geh doch mal nicht immer daneben, Mensch. Blödes Rasierblatt. Zack. Und zack. Au. Arsch. Macht einfach eine Kehrtwende. Oh Gott. Mach einen Ruckzucki, Dragon. Aua.
nein! Oh Gott. Oh, Glura. Hallo? Krippok. Alter. Einfach schleudern die. Nein. Aua, aua. Alter. Dragon ist mal eine Sinelbeere. Zack. 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 Okay. Oh, verklebt. Leichte Box nur. Okay, alles klar. Solange kein Belebersamen verklebt, ist alles okay. Da müssen wir nicht runter. Hoffe ich jetzt einfach mal. Nein, müssen wir nicht. Okay. Oh. Hier lang. Hallo, Ballim, Ballim. Oh. Scheiß Wickel. Hallo, Toxiquark. Was greifst du mein liebes Haru an? Kannst du es wagen, ey? Okay, wie viele Belebersamen haben wir noch? Einen. Das schafft ihr. Nice. Zwei, okay, wir haben zwei. Wie lange geht die tiefe Raumspalte? Ich habe keine Ahnung. Apfel, okay, alles klar. Apfel ist okay. Apfel kann gerne verklebt sein. Wir gehen hier lang. Wollen ja nicht, dass uns die Pokémon Okay. Pokémon treffen. Hat sich gerade erledigt. Au, nein! Oh Gott. Das hat Haru nicht getroffen. Sonst wäre Haru, glaube ich, besiegt gewesen. Aua, nein. Oh Mann! Da war ein Krampfchef. Alles klar, wir müssen zurück. Hier ist die Treppe. Okay, nächste Treppe. Oh! Ich hab Schiss, dass wir bei Palkia auch noch Belebersamen brauchen. Zu viele Belebersamen brauchen oder so, keine Ahnung. Hab ich irgendwie keine Lust drauf. Das wäre nämlich doof. Kein Bock, die Raumspalte nochmal zu machen. Ist nämlich ziemlich nervig hier, muss ich ja sagen. Oh nee. Oh nee. Wir greifen mal das hier an. Lunastein. Schöner Gegenschlag. Schöner Biss und sein Grab. Okay, alles klar. Kreideschrei. Aua, Ladungsstoß. Wir müssen Fliorb einsetzen, Alter. Oder? Einsatz? Okay. Allen Gegnern? Direkter Gegner. Oh Mann! Okay, wir machen das so. Sinelbeere. Auf Haru. Warum greift die Pokémon nicht an? Ich geh mal hier hin. Ich muss Glurak besiegen. Nein. Zack. Okay, komm Haru, enttäusch mich nicht. Okay, Dragon enttäuscht mich nicht. Alles klar. Das besiegen. Nein, Skorgler, wir brauchen dich nicht im Team. Dragon, komm mal mit runter hier. Danke. Zack. Zack. Ach so, die bleiben jetzt komplett erstarrt? Oh, das ist schön. Oh, ist das schön.
Nein. Zack. Zack. Und zack. Oh, so ein Astare-Orb ist doch schon ganz geil eigentlich, ne? Ich hab nicht gedacht, dass wir die ganze Zeit erstarrt bleiben, so. Das ist cool. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Oh, herrlich. Ich weiß nur trotzdem nicht, ob wir einen Belebersam brauchen bei Palkia. Das wäre nicht so gut. Geh weg! Wir machen das mal so. Boden, ja. Okay. Huh! Es wird ein überlanger Part, Leute. Es wird ein überlanger Part, denn... Eigentlich will ich das alles hier noch in einem Part klatschen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Scheiße, wir haben keinen Schlüssel. Hätte ich gewusst, dass wir hier einen Schlüssel brauchen in diesem Dungeon. Was es hier Schlüsseltüren gibt, allgemein so. Wir sind bei Palkia. Mein Magen knurrt. Ich muss mir gleich unbedingt was zu essen machen. Ohne Unterschied, ja. Es gibt keine Kommen. Ihr müsst Kampf stellen. Ja, ist okay. So, ein Schritt nach hinten geht. Raumschlag, nein. Wir haben nur noch eine Sinelbeere. Wir sind am Arsch. Wir sind hart am Arsch. Okay. Ich darf nur mich jetzt nicht angreifen. Okay. Noch ist alles okay. Noch ist alles okay. Alter. Alter. Wir sind gut dabei. Okay. Ja. Oh. Alter. Hey. Das habe ich gar nicht erwartet, dass wir das schaffen, ey. Huhu. Ja, wir sind stark, ich weiß. Danke. Alter Vater. Oi, 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 oi. Leute, wir haben es geschafft. Hup, whoop. Yeah, aha. Mhm. Oh, krass, tight. Yeah. Gut, Leute, jetzt müssen wir noch kurz den Goldsamen holen. Und... dann ist vorbei. Dann entwickeln wir uns. Und dann... wir haben das Item gar nicht für Haru mitgegeben, ne? Fällt mir gerade so auf. Verdammt. Zack, zack. Das alles, außer den Fliorb. Der Star-Orb ist so geil. Und dieser Chaos-Samen hat mir gerade den Arsch gerettet. Alter, Vater. Ne, wir wollen mitnehmen. Und zwar... wollen wir mitnehmen... Sinelbeeren! Müssen zwar nur schnell in die Wasserfallhöhle, aber egal. Und das werde ich jetzt rausschneiden, Leute. Damit der Part nicht zu krass lang wird. Ich werde gleich noch die Gummis geben, dann die Wasserfallhöhle und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich! So, Leute, hier sind wir wieder. Und es gibt noch ein kleines Bonus, das wir hier bekommen. Und zwar ist hier am Strand Dictri. Ich dachte, ich sei erledigt. Während meines Trainings hier trugen die Wellen mich fort. Aber Monate,
etwa Monate strebe ich auf dem Weg dahin, abgestellt von jeglichen Kontakten. Bei aller Ehrlichkeit, das ist nur wirklich eine Übertreibung. Ich wurde lediglich von den Wäldern an die Küste gespült. Als ich ins Schwimmen geriet, wurde ich dankenswerterweise von diesen freundlichen Fremden gerettet. Cool. Wir haben diesen Burschen hier in der Brandung gefunden, wo er fast ertrunken wäre. Also haben wir ihn rausgezogen. Wir sind Team Schatzsucher. Wir bekommen immer die Schätze, auf die wir in Orgo geworfen haben. Freut uns, euch kennenzulernen. Ich bin noch nicht lange hier. Ich frage mich, ob Knuddeluft so lebhaft wie immer ist. Ja, wahrscheinlich. Ach ja, was ich nur sagen muss, wir sind übrigens im Superrang, nicht mehr im Diamantrang. Und ja, das war noch kurz die Sache, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt geben wir Haru. Oh, warte. Nein! Müssen wir das echt... Okay, gehen wir kurz in die Strandhöhle. Strandhöhle, ja. Und... Goldsamen essen. Haru. Haru ist Level 47, 48, 49. Eine neue Attacke. Sandsturm. Nö. Nö, nö, nö. 50, 51. Yeah. Und... Also Level 52, 53, 54, 55, 56. Krass. Nice. So, Fliorb. Yeah. Wir sind aus der Strandhöhle draußen und... Och ja, jetzt können wir hier schlafen. Jetzt können wir uns gleich... Entwickeln, Leute! Wir können uns gleich entwickeln! Der Bart ist so übel lang! Locker an 30 Minuten Park kriege ich hin. Oh, Doki Dragon. Guten Morgen, seid ihr wach? Ja, könnte das sein. Hä? Oh, Manafi, hä? Lol, was? Hallo, Doki Dragon. Guten Morgen. Hey, es ist Manafi, guten Morgen. Was bringt dich denn so früh zu uns? Nun ja, ich bin gerade auf meinen täglichen Morgenausflug unterwegs. Ich habe gerade einen echt tollen Ort gefunden. Einen echt tollen Ort? Yep, dort gibt es ein kristallklares Wasser und einen weißen Strand. Und auch noch viele leckere Gummibonbons. Der Ort heißt Meereszuflucht. Es ist ein Paradies für Pokémon. Meereszuflucht? Ein Paradies für Pokémon? Ich konnte es nicht erwarten, dir und Doki davon zu berichten. Also habe ich meinen täglichen Ausflug etwas verkürzt und bin sofort zu euch gekommen, um es euch mitzuteilen. Ich zeige euch, wo es ist. Könnt ihr eure Kraft für mich aufschlagen? Karte, nicht Kraft. Meereszuflucht. Ach, die müssen wir, glaube ich, auf... Ich glaube, die müssen wir sogar freischalten, damit wir überhaupt uns entwickeln können. Oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Verdammt. Okay. Nice. Ich glaube, was ist denn jetzt schon wieder los? Mo, Doki Dragon. Hey. Hey, was ist denn los hier? Wir haben uns neulich zur Glitzerkette begeben. Seht mal, jetzt kann man uns nur leider nicht mehr auseinanderhalten. Genau deswegen wollte ich mich gerne noch einmal entwickeln. Also gehen wir zurück zur Glitzerquelle, um es herauszufinden. Wie viele Male muss ich hier noch erklären, dass ich in dieser Form nicht weiterentwickeln kann? Aber sie hört mir einfach nicht zu, egal wie häufig ich es ihr erkläre. Auf jeden Fall blieb uns keine andere Wahl, als zurückzukehren und Probe auf Exempel zu machen. Natürlich konnten wir uns nicht mehr entwickeln, aber das hatte ich ja gleich gesagt. Aber? Etwas in diesem Ort fühlt sich anders an, im Vergleich zum letzten Mal, als wir dort waren. Anders? Genau, die Atmosphäre ist anders. Als ob sich ein Nebel gelichtet hat oder so. Ich kann es nicht so recht beschreiben, aber man hat das Gefühl, dass es eine andere Glitzerquelle ist als zuvor. Das habe ich auch gespürt. Alles sieht noch so aus wie vorher, aber etwas ist anders. Und da fiel mir etwas ein. Ihr habt doch auch versucht, euch dort zu entwickeln, nicht wahr? Aber es klappte nicht. Wenn ich mich recht entsinne, wurde euch gesagt, ihr könnt euch aus einem bestimmten Grund nicht entwickeln. Aber da sich nun anscheinend etwas an der Glitzerquelle verändert hat, das was auch immer eure Entwicklung verhindert hat, könnt ihr ja verschwunden sein. Ich vermute, dass ihr euch jetzt entwickeln könnt, wenn ihr wollt. Ja, wirklich? Wir können uns jetzt entwickeln? Nun, mit absoluter Sicherheit kann ich das nicht sagen. Ich sage nur, dass ich vermute, es könnte jetzt möglich sein. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wenn ihr euch entwickeln wollt, macht euch wieder auf zur Glitzerquelle und probiert es aus.
Das wollten wir euch mitteilen. Bis bald. Alles klar. Okay, es kommt noch eine Szene, dass wir, dass erklärt wird, dass wir uns entwickeln können. Okay. Das ist sehr cool. Dann gehen wir jetzt zur Glitzerquelle. Und... Hallo. Wenn ich nur mal hören, machen willst, Entwicklung entwickeln. Haru! Entwickel dich! Libeldra, ja! Nice. Haru verändert sich. Haru sieht ganz anders aus. Wie brava! Entwickelst du Libeldra! Nice, wir haben Libeldra. Ich glaube, ich muss Sonnenband geben. Ah, egal. Ich weiß nicht, ob wir es machen müssen. Keine Ahnung. Glitzerquelle. Wir können uns endlich entwickeln. Ist das cool? Oh Mann, das ist so cool. Oh Mann, das ist so geil. Aha, aha, oh yeah. Entwickeln. Dragon entwickeln. Ja, wir haben das Sonnenband. Dragon verändert sich. Dragon sieht ganz anders aus. Riolu entwickelt sich zu Lucario. Nice, wir haben Lucario. Guckt euch das an, guckt es euch an. Ist das cool? Oder ist das cool? Glitzerquelle. Auf geht's. Jetzt kommt es. Wir entwickeln uns jetzt auch. Wir müssen uns zweimal entwickeln. Ja. Der erwachen will, ist genau entwickeln. Doki will sich entwickeln. Jaha. Oh yeah, oh yeah, aha, oh yeah, aha, mhm, ist das geil. Yeah, wir sind Shaker Rain. Aber, wir wollen ja nicht Shaker Rain bleiben, ne? Wir wollen uns ja zu Schildterra entwickeln. Schildterra, Schildterra, Schildterra. Yeah, aha, ja, wir wollen uns entwickeln, Doki, entwickeln. Oh yeah, sollst du dich zu Shelterra entwickeln? Ja, sollst du machen. Mhm. Oh yeah, krass, tight. Doki verändert sich. Doki sieht ganz anders aus. Shaker Rain entwickelt sich zu Shelterra. Nice. Oh, sieht das nicht schon viel cooler aus, Leute? Ja, Glocke läuten. Mitglieder, Dragon ins Team. Mitglieder Haru ins Team. Ja. Oh, ist das cool. Schade, dass Shelterra, dass Libeldra jetzt nicht auch noch hinter uns herrennt. Ey, das wäre so geil. Das würde wahrscheinlich so verdammt cool aussehen. Items, Kraftband geben, Dragon. Und Spiralband geben, Haru. Und jetzt will ich mal nachgucken, was wir so für Attacken erlernen können. Dadurch, dass wir uns jetzt entwickelt haben. Haben sie mal einen Holzhammer? Ist eine Pflanzenattacke eigentlich. Naja, Pflanze. Genau. Aber auch dem Anwender Schaden zufügen. Das ist ein bisschen doof. Das will ich eigentlich nicht. Erdbeben. Blättersturm. Ach ja. Stärke, Trefferquote, gerade Linie. Das können wir nämlich... Ja, 5 Sterne. Attacke, Rasierblatt hat 4 Sterne. Das heißt, erinnern... Blättersturm erinnern anstatt Rasierblatt. Nein, oh, warte. Doki attacken, D-Link. Doki erinnern. Blättersturm, Rasierblatt, genau. Ja. Nice. Attacken, zack. Oh, es hat nur 5. Diesmal, dann verbinden wir das, glaube ich, nicht. Obwohl, eigentlich, doch, wir verbinden es. Link. Ja. Na, dann machen wir es mal so rum. Nee, so rum. Link. Haru, and the Dragon, erinnern. Was könnten Dragon denn so? Metallklau, Finster, oh mein Gott. Och Gottchen, Aurasphäre ist halt übel. Aurasphäre ist halt übel geil. Drachenpuls? Aurasphäre will ich auf jeden Fall gerne ihn erlernen lassen. Ist es eine Kampfattacke? Ich weiß es nicht. Erinnern.
Aurasphäre ist Kampf. Ja, sehr gut. Dann... Ja, komm, wir können es ja nochmal erlernen lassen. Gegenschlag und so vergessen, genau. Ja. Sehr gut, was hat er noch? Finsteraura wäre halt übel geil, ne? Die Trefferquote ist ziemlich niedrig. Knochenhatz ist auch übel gut. Ich glaube, wir machen Knochenhatz. Okay. Das ist ein übel langer Part, Alter. Dann machen wir Dunkelklaue und Aurasphäre. Und das, ja. Jetzt kann Haru nochmal gucken. Du kriegst noch Drachenklaue erlernt, anstatt... Och Gottchen, Finte? Ja, ich glaube anstatt Finte. Ja. Nice. Und jetzt können wir nochmal... Link. Nice. So, Leute. Dann sind wir jetzt wirklich komplett fertig mit diesem Projekt. Ja, wir haben uns doch entwickelt. Seht ihr das nicht? Alles klar. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich bin froh, dass wir uns endlich entwickeln konnten. Wir gehen speichern. Ja. Mich würde interessieren, wie euch das Projekt gefallen hat. Und ob es euch auch so viel Spaß gemacht hat, zuzugucken, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Spiel zu spielen. Ob, ja, ich finde es ein bisschen doof, halt schade von mir, dass ich halt nicht mehr weiterspielen will. Aber es gibt halt nichts mehr wirklich zu tun. Klar, die ganzen Legendäre noch holen, aber ich weiß nicht. Es ist Zeit, einfach Mystery Dungeon zu beenden. Für mich. Es ist schade, aber für mich ist es Zeit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Wir sehen uns bei einem der anderen Projekte wieder. Haut da rein.